Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Heilmittel. Und vielleicht packen wir es in diesem Part, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich weiß nur, dass der Dungeon ziemlich groß war und wir daher wahrscheinlich etwas länger brauchen werden. Ist da jemand? Was zum Teufel ist da gerade passiert? Genug, genug! Ich ergebe mich! Das ist gut für dich, aber das interessiert mich nicht. Warum funktioniert das nicht? Nein, nicht! Dann halt so, wenn es nicht anders geht. Mein Gott. Ich will mehr Herzen, aber sie werden mir nicht gegeben. Schenkt mir euer Herz. Was ist da gerade passiert, Alter? Die haben eine Falle ausgelöst und sind dadurch gestorben. Das wäre peinlich. Wo geht's überhaupt entlang? Warte mal, Tatsache, die ist da drauf getreten und ist dann. Alter. Und ist dann gestorben. Okay, warum nicht? Kann ich hier die Falle nochmal neu aktivieren? Gehe ich mal von aus. So, hier geht es weiter. Gut, dann gehen wir nochmal hoch. Power jetzt. Ich will jetzt hier nicht schleichen. Genug geschlichen. Gut, ich sag's immer wieder. Ich weiß es. Wo kommt da was raus? Oh. Was? Schwer, bist du nicht verhindert? Wann das? So, jetzt ist aber Schicht im Schacht. Was? Seit wann habe ich eine schwere Rüstung? Noch nicht mal auf 100? Was ist denn da los? Kommt denn noch irgendwas raus? Nee, ne? Gut. Auf jeden Fall, ganz klare Sache. So, wir befinden uns ja eigentlich auch schon bei Part 31. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Staffel 7 hat sich bis glaube ich am längsten hingezogen von den ganzen Skyrim Staffeln, die ich bis jetzt hatte. Also natürlich 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 ging relativ flotter. Es lag aber auch daran, als ob ich die mit einem verkille. Okay. Und schön in den Schädel, so wie sie es gehört. Und das lag ja hauptsächlich da. Wo schieße ich denn? Der hat mir aber gegeben. Hallo, wer ist da? Da ist keiner. Ich kann euch nicht besiegen. Als ob der mich nicht sieht. Der sieht mich nicht, der Vogel. Was ist das denn? Der sieht mich nicht. Und sonst sehen die mich immer so einfach und der sieht mich nicht. Was ist denn das für einer? Der kommt hierher. Als ob. Als ob! Als ob der mich nicht sieht! Was? Was? Okay, gönnt euch. Zwergenbolzen sind nur noch 56, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe vergessen, die Zwergensphären zu looten. Ist da jemand? Das muss ich direkt nachholen gleich. Ja, gehen wir schön weit. Eine Leiche! Warum hat der wieder volle Leben? The fuck? Komm, jetzt reicht's. Oh, der hat einen. Wo wolltest du hinreiern? Das war aber die falsche Richtung, mein Guter. Momentchen mal, da renne ich jetzt nochmal nach oben. Ich glaube, ich habe vergessen, die Zwergensphären zu looten. Kann das sein? Das habe ich jetzt gerade eben gesehen. Nee, hä? Als ob ich nur noch 56 Türbolzen habe. Gut, dann spielen wir halt mit dem Bogen noch falls weiter, aber. Die Zwerge, die Twemer Bolzen, all. Ja, die Zwergenbolzen ist dasselbe. Guck, und da sag ich's noch. Oh, wir schleichen ja nicht, wir schleichen ja nicht. Und dann läuft's mal gut und dann schleichen, yay! Für die auch nur ein Schuss gebraucht, ist das richtig? So, hä? Der geht's auch weiter? Momentchen mal. Achso, ja klar. Hier geht's weiter, ja. So,
ich glaube, da oben kommen wir jetzt noch gleich hin. Und zur Werkstatt, alles klar. Immer einfach hin, einfach hin. So. Ach, jo. Ich will auch das hier auch nicht. Zum Teufel ist damit. Ich höre einen Zauberer. Der eingefroren ist. Komm, steh auf. Dieser Schlaf ist vorbei. Und jetzt beginnt ein Schlaf von neuem. Kommt auch nichts raus? Keine Zwiemerspinne oder sowas? Nein. Umso besser für mich. Dann haben wir uns die Arbeit gespart, ne? Ah, bei Magier bin ich mir nie so ganz sicher, ne? Ihr wisst ja. Nicht, dass sie da mit ihrem Elektroschocker ankommen und uns dann die Fresse polieren. Da kam gerade irgendwas raus. Den brauchen wir. Schloss knacken. Was? Da ist es doch, der Elektroschocker. Geht's doch schon los. So, irgendwie mitgenommen. Was zum Teufel? Was? Alle guten Dinge sind drei, meine Freunde, aber das war gerade echt krass. So, tschüss. Ja, weiter. Ne? Gut, eine hätte ich mir jetzt vorgestellt. Warum nehme ich den Mondsteinerz mit, aber das Silbererz nicht? Ja, das war gerade echt, jo. So ein. Kann man mal machen. Was war das? Schon wieder ein Zauberer. Zwei Zauberer. Da, Elektroschocker, da seht ihr es. Und die? Keine Ahnung, die kamen nicht mal dazu, irgendwas zu wirken. Oh, das macht denen ganz schön Schaden. So. Ich mache auch Schaden. So, den kann ich nicht looten, der will es nicht. Dann. Ach so, die sieht so aus. Ich habe gerade gedacht, wir haben die komplett blau geschlagen. Das ist so ungewohnt, wenn die so komisch aussehen. Warte mal, wo geht's denn dann hier oben hin? Oberer Bereich, ach so. Ja, genau, da habe ich doch gerade gesagt, da kommen wir bestimmt noch irgendwie hin. Da sind wir dann auch. So, ich habe irgendjemanden da oben mal gesehen, das weiß ich. Also glaube ich. Denke ich mal. Hä? Ja, genau, hier unten waren wir gerade. Das ist ja verwirrend. So. Da sind Gegner. Ja, ich hab gesagt, nicht schleichen, ne? Treffe! Nicht. Wie sind denn das? Gedenn? Okay, die können da rein, das heißt, wir kommen da auch irgendwie raus. Ach, ich schieß einfach ins Leere. Sollten es echt lassen. Hoffentlich kommt die da jetzt nicht irgendwie raus auf einmal. Was ist denn alles? Als ob! Habt ihr den Move gesehen? Was zum Teufel? Momentchen. Alter. Ich hab vergessen, wie man aufsteht. So steht man auf. Heilige Scheiße. Als ob die da jetzt wirklich kamen. Ja echt nicht mehr alle, ey. Also irgendwann ja. Was? Gnade? Nicht. Du kriegst keine Gnade, du wirst jetzt auch sterben. Wo auch immer du jetzt herkommst. Wo willst du denn hin?
ihr gewinnt. Ich Nein, bevor du wieder eine Reihe hast, dann bist du wirklich der Feuermann tot. Oh, der hat weh. Oh. Die gibt uns sogar einen Zwergenbolzen zurück und einen Zwergen-Twema-Bogen. So, ich glaube, die Gegner werden wir los. Aber jetzt kann ich ihn noch looten. Jetzt hat er doch noch Lust gekriegt. So, was sagt denn die Zeit? Wir haben noch... Och, noch genügend eigentlich. So. Da ist unser Megaschuss. Wo haben wir eigentlich getroffen? Am Kopf? Am Kopf, Alter. Guckt euch das mal an. Hohoho, der haben wir uns... Der haben wir hart gegeben. So, das wusste ich, dass hier eine Tür ist. Dass hier so ein Gang ist, wusste ich auch. Ich das hinstellen, kriegen wir sogar noch sehr schön. Ach, da müssen wir hin. Nee. Ja. Oder? Wo müssen wir hin? Oh Gott. So, wir müssen... Hier oben hin. Hier oben müssen wir hin. Wir gehen natürlich dann auch runter. Wenn wir nach oben müssen, gehe ich nach unten. Und zwar hier rein. So, was ist hier los? Ich habe hier irgendjemand gehört. Ich weiß, dass ihr mich nicht hören könnt, Bruder. Es gefällt mir nicht, was aus uns geworden ist. Wir sind nun schon so lange hier und doch stehen wir mit leeren Händen da. Oh, Yendo hat einen Ort versprochen, an dem wir willkommen und gut aufgehoben sein würden. Er versprach, dass Periite immer gegenwärtig sein würde, um uns in unserem Leiden Trost zu spenden. Vergib mir diese Worte, Bruder, aber ich habe Periites Gegenwart nicht gespürt. Ich will weg, diesen Ort verlassen. Mich dürstet nach der frischen Luft von Reach. Dieser Ort macht uns nur noch kränker. Doch wem mache ich etwas vor? Ich weiß, ihr würdet mich nicht gehen lassen, Bruder. Ihr glaubt wirklich an euch Händler und seine Versprechen. Ich weiß, dieser Ort wird uns eines Tages umbringen. Ich habe es akzeptiert. Aber ich werde immer den Tag bereuen, an dem ich euch auch Händler vorgestellt habe. Ihr hättet nie herkommen sollen. War ein Versuch wert. Die scheint schon so einen Ticken mehr drauf zu haben. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Das hast du auch. Wir machen es woanders, da. Wenn er das getan hat, ich werde ihn finden. Boah, Alter, die hat einen Fall stecken. Fantasie mit mir durchgegangen. Ah! Ihr gewinnt! Ich ergebe mich! Es tut mir leid, meine Gute. Du ergibst dich jetzt wirklich. Ich verstehe das nicht. Manchmal klappt das. Schade, ihr Bruder. Ich hätte denen echt gerne geholfen. So. Aber, nun ja. Leute, die wollen Krieg, kriegen sie.
Lehrlingsbuch. Doch nicht. So, ich habe zwar jetzt schon mittlerweile keine Ahnung, wie lange der Part geht, aber ich glaube, wir haben noch... Ich setze mal noch 7 Minuten. Und in diesen 7 Minuten, das hat uns gerade ein bisschen aufgehalten, ja, ich gedacht, ich kann mit denen sprechen, aber das war anscheinend leider Gottes gerade nicht der Fall. Ja. Müsste ich bei 25 Minuten sein. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht bin ich auch total, komplett falsch gerade. Vielleicht sind wir auch noch gar nicht mal so weit in diesem Dungeon. Wie gesagt, er ist riesig. Der scheint wohl doch noch zu groß zu sein, dass wir das jetzt in diesem Part noch schaffen werden. Deswegen werde ich mein Bestes geben noch. Und dann im nächsten Part eben machen wir das Ganze dann fertig. Ist halt jetzt so. Kann ich nichts ändern. So, hier komme ich eben irgendwo wieder ins Scheiß Zwergenspinne. Das ist ja auch schon drei Zwergenspinnen. Hier ist ja auch wirklich alles komplett unerwartet einfach. So, ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass das jetzt hier erst richtig losgeht. Da unten schon wieder so jemand. Was ist das denn hier? Als ob! Was ist das denn? So, und die holen wir so weg. Ist da jemand? Nein, kommst du darauf? Oh, Alter! Das war ein Heady, ey! Boah! Boah, haben wir den weg. Haben wir den weggeballert, Alter! Boah, hat der den Pfeil im Kopf steckt, Alter! Ey, Scheiße! So leid, das ist mir unfassbar leid, vor allem der Move mit den Klingen hier tut mir so leid. Waren wir hier schon? Waren wir schon? Waren wir nicht? Waren wir nicht? Nein, waren wir nicht. Oh, das war ein Bein. Das war erst noch voll daneben. Das hat nochmal einen Treffer. Aufstehen. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Hui, das war aber eine gute Reaktion gerade. Jetzt aber, genau. Wollte schon sagen. Ne, ach so, das ist das gleiche. Ich hab grad gedacht, was steckt denn da? Ist das Pfeile oder was? So, Leute, wisst ihr was? Dann zieh ich hier mal einen Cut. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Ein bisschen verwirrend der Part, aber gut. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, ciao.